Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butschan von Kalle den Ultramapper. Ja. Muss hier immer so ein bisschen aufräumen, Grande de Malheur beseitigen und dies und das und jenes. Ist jetzt gerade mal so. Dass wir das einigermaßen hinkriegen, ne? Hier so lang. Ja, da passt schon mal, ne? Da kommen wir rein. Gehen wir ab hier die Schuhe. Das passt. Schön, schön, schön. Guck mal, da können wir eben hier mit lang fahren. Nee, du musst da nochmal hin. Hat er jetzt die ganze Deko hier verkauft oder was? Da waren doch vorher nur Randsteine. Och nö. Nee, ich kann es jetzt nicht ändern. Das wusste ich nicht. So, du bleib mal eben hier. Dich brauchen wir später. Du kannst mal eben... Ne, du musst gleich die Wagen mit... Obwohl, können wir eben mit dem Fendt machen, ne? Fahr mal eben an der Seite. Dass wir hier mal Platz kriegen. Ein Schickram hier, ey. Angebunden hast du. Du sollst mal eben die Wagen abhängen. Dann fahren wir dich nämlich eben nochmal wieder fix rüber. Weil das geht ja jetzt. Du kannst ja normalerweise rein theoretisch hier weitermachen mit CP, ne? Nächst Posten im Wegpunkt. Oh. Mach mal X. Halt mal hier an. Du musst dann gleich nächstposten im Wegpunkt weiter, wenn wir zwei da haben. Das läuft. Ich brauche einen Schlepper. Puh, wir haben ja auch keinen Schleppermangel hier, man. Kommen wir da gleich rum? Alter, nein. Irgendwas ist immer, ne? Das geht da. Da müssen wir anhängen. So, dann eben damit wieder zu den Silos gefahren, ne? Halb so wild. Fahren wir eben hier rum. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Zeit oder so. Dann macht nichts. Der soll ja auch eigentlich was anderes machen. Kriegen wir hin. Weil hiermit formen wir nicht ab. Die lassen wir gleich stehen. Die stellen wir in eine Scheune. Oder verklappern die? Nee, verklappern ist doof. Vielleicht brauchen wir die noch. Fahren wir damit eben ins Silo. Können wir eben mit dem 9er häckseln vorne. Vorsicht, Hoppelhäschen. Danke. Kippen wir die Schose eben hier rein, ne? Wenn wir auch was sehen. Brauchen aber auch noch ein Bild. Nochmal Druck. Ich hoffe, du hast gedruckt. Wäre besser. Das war ja intelligent, Svenny. Tust du dich schwer? Hast du denn nur so einen kleinen Wagen hinter? Sagen wir nochmal Strange E. Der kippt natürlich jetzt nach hinten ab. Nein, ich
kriege ich einen echten Föhn heute. Falls überhaupt noch mal heute abkippen wird. Ja, sicher über den Kornschieber, du hast so ein... Nee, ich sollte heute keine Videos machen. Gib doch mal eine Runde über den Kornschieber ab, ist viel, viel einfacher. Ich hab doch gerade gewechselt. Nee, nee, ohne Worte. Ohne Worte manchmal. So, die können wir schon mal beiseite räumen wieder. Die brauchen wir gerade, ne? Wir fahren mit den Dicken ab. So, ihr wohnt jetzt mal gerade hier, ne? Ich habe dran gedacht, das Gerät zu wechseln. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. So, du sollst eine Drille. Wie ist das mal klappt? Du musst nämlich drillen. Guck mal, wir haben Platz auf dem Hof, du. Da liegt noch Gemüse. Das müssen wir gleich eben wegräumen. Deswegen bräuchten wir eigentlich so ein Moped zum Festfahren. So, das müsste gerade noch so nicht reichen. Ja, komm, fang erstmal an zu drillen, oder? Nee, komm, wir machen ihn voll. Sonst ist er da gerade am Drillen und wir sitzen da, stehen da schon wieder. Komm nicht weiter. Nee, das ist alles Müll. Das wollen wir gerade nicht. Deswegen jetzt hier Hackengas. Wieso hast du Maishäckseln drin? Bist? Ich verstehe es heute nicht. Vorsicht! Na, alles gut bei euch? Bin mega beruhigt. Puh. Oder müssen wir auch noch mulchen eigentlich, ne? Oder? Abfahrt. Heido, neido. So ist das im Leben. Wenn nicht klappt, dann klappt nicht, ne? Irgendwas gab's doch heute zu essen, ich weiß aber nicht. Ah, Schnitzel! Jo! Stimmt, stimmt. Dort gibt's ja dick Schnitzel. Mit Kartoffeln und Blumenkohl, yeah. Da freue ich mich ja drauf, ne? Stimmt. House of the Dragon muss ich heute noch gucken, ne? Guckt von euch jemand House of the Dragon? Wie findet ihr das? Wenn ja, bitte meine Kommentare, falls jetzt nur jemand zuguckt. Würde mich ja mal eure Meinung interessieren, ne? Ich find's gar nicht schlecht, aber die ist hin und her gehopselt zwischen den Jahren. Da, das war ein bisschen heftig. Aber sonst finde ich das ganz cool. Bin ich ja ganz ehrlich. Ja, CP cool. Jetzt spinnt die Maus wieder nicht, ne? Das ist schon komisch. Total smooth. Feld 5 ist das, ne? Ja, Feld 5. Cool, speichern, aktivieren. Sehen. 6, Premium. Du machst die. Hier, guck mal, jetzt läuft die wieder normal, ne? Weiß auch nicht, was die hat. Nein. Wir müssten eigentlich eben zum Händler heizen, ne?
Können wir die hier hinter machen? Aber mit denen sind wir ewig unterwegs. Oh, keine Schlepper. Hängen wir mal den Güllebomber ab. Mach mal P. Oder sollen wir uns das hier eben hinliefern lassen? Nee, das ist dumm. Dann liefert der nämlich immer alles hier hin. Nee, das wollen wir nicht. Alles wollen wir nicht. Die finde ich cool, ne? Volle Pulle Gewicht kaufen. Die kommt dann nämlich gleich hinterm Dings hier. Sag mal, Kubota. Abflug, Leute. Abflug. Dann müssen wir heute auch mal ein bisschen was schaffen, ne? Mal auf. Danke. Wir kriegen nichts fertig bei Svennys Spielstil hier. Immer ist irgendwas. Nur, ja, weil ich dieses Ballmoped ausprobieren wollte, ne? Ich denke, das ist ja auch schickifani. Ja, nix ist schickifani. Steht der Ladewagen im Weg, ich krieg einen Föhn, ey. Ich hab gedacht, wir nehmen Abkürzung, nix ist. Maisilage häckseln, ne? Ganz wichtig. Wir brauchen ja Grundfutter. Grassilage müssten wir auch noch machen. Und Frischgras mähen, habe ich gesagt, ne? Aber dann holen wir die Kühe, glaube ich, erst zum Hof. Genau wie die Schafe. Lassen wir die erstmal in den Hof laufen. Und füttern dann da die Futtermittel rein. Ich glaube, das ist auch am taktisch klügsten. Das Jahr ist eh fast um. Ich glaube, das machen wir auch. Irgendwann mal, wenn ich da wieder dran denke, ne? Weil jetzt erst da wieder überall die Futtermittel reinfahren. Ja, mag ja alles schön und gut sein. Aber wir müssen auch die Rinder hinten noch neu füttern, oder? Kriegen wir hin. Jetzt lasst uns erstmal sehen, dass wir hier das Maistrauma beenden. Das hat ja super gut angefangen. Hoffentlich endet es besser. Wollen wir mal beten, ne? Das Ding kommt gleich hinter den Kubota. Soll ja wohl trecken, ne? Das Ding ist echt Premium, ne? Hast du keine Schmerzen mit. Und ruckzuck ist das Silo verdichtet und du fährst da nicht 5000 Mal drüber. Also, das ist auch, habe ich von Olli, ne? Der Olli, die, weiß gar nicht, der findet sowas immer richtig cool, ne? Ich weiß nicht, wo der das immer findet, das ganze Gemüse. Aber ich gucke auch in letzter Zeit kaum noch nach Mods. Guck voll auf FBN jeden Tag rein, aber im Mod-Hub kommt auch nur das, was du alle nicht brauchst. Da sind ja jetzt auch so viele neue Maps raus, aber... Nee. Nee, ich möchte im Moment nicht schon wieder irgendwo neu anfangen, bin ich ja ganz ehrlich. Und schnell fahren kann ich nicht haben, da guck mal. Dabei müsste uns jetzt die Gemeinde Kalle hier vom Butchern, ne? Und ich erstmal ein paar Taler zahlen. Weil wir hier die Straße direkt walzen. Die ganzen Schlaglöcher sind raus. Siehst du das? Kannst du demnächst 10 km schneller fahren mit dem Schlepper. Und nichts mehr hier. Dumm, 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 dumm. Nö, ist vorbei. Alter, nein. Hoffentlich geht das Ding gleich hinterm Kubota. Nicht, dass der da nicht mehr klarkommt. Wir müssen... Oh, oh, langsam, langsam. Halt mal an hier. Häng mal ab, das Ding. Du kommst nämlich direkt wieder hinten ans Güllefass. Und mit Schwung mal hier durchfahren. Oh, der steht auch noch im Weg. Der läuft auch noch. Crazy, ey. Oh, oh, oh. Nicht halt Plattform. Na, das haben wir mal... Schickifani hingekriegt, wa? Güllebomber dran schmeißen. Lang raus. Schleppe aus, Handbremse rein. Nein, nein. Den brauchen wir. Mach mal an den Hubel. Müssen wir der Grande de Malheur da eben wegräumen. Dann haben wir das nämlich wenigstens mal einen Schickhocken hinterher. Wie es Edward geschafft. Das hat nicht alle rein oder was? Oh Mann. Das läuft.
nicht. Kann ich immer wieder nur sagen, es läuft gerade nicht. So, was habe ich denn alles fertig heute? Nix, wa? Aber heute ist erst Dienstag. Warum spackst du denn heute so rum, meine kleine Walze? Ist ja nicht schön. Warte, ich häng dich ja schon mal direkt hinter, ne? Dann brauchst du da nicht wieder so rumtanzen. Für meine kleine Lieblingswalze. Dann fahren wir hier los. Oh, oh, oh. Hat da gerade ordentlich Schub drauf, ne? Mann, guck mal. Was ist denn jetzt passiert? Kann mir das mal bitte eine... Ich verstehe es nicht. Warum gingen die denn in anderen Spielständen und jetzt wieder nicht? Ja. Da bin ich aber diesmal nicht dran schuld, ne? Nur um das mal gesagt zu haben, ne? Das war ich diesmal nicht. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Aber es ist Chaos Bui. Wenn es euch gefallen hat, ja, hier auf dem Chaos-Kanal, was ja auch manchmal ein bisschen schwer in letzter Zeit ist, weil echt alles nur noch schief läuft, ja, dann würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, ne? Ja, und wenn es euch und ihr nichts mehr verpassen wollt von diesem ganzen Grande de Malone, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!